Ja, meine lieben Freunde, es ist tatsächlich so. Ich bin bei LFM gebannt. Ich möchte euch in diesem Video ein Statement abgeben, beziehungsweise ich möchte darüber reden, wie das Ganze zustande gekommen ist, damit ihr alle Bescheid wisst, warum ich höchstwahrscheinlich jetzt erstmal längerfristig nicht mehr LFM fahren kann. Es ist ehrlich gesagt eine mittelmäßige, wenn nicht sogar eine große Katastrophe für mich. Erstmal wegen dem Content, aber auch wegen vielen anderen Dingen. Ich möchte euch, wie gesagt, mal eben kurz erläutern, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und ich bin auch auf keinen Fall stolz darauf, was passiert ist. Das möchte ich ganz klar sagen. Es ist passiert, ich kann es nicht mehr ändern. Aber wie gesagt, stolz bin ich darauf nicht. Was ist überhaupt passiert? Am 5.1. habe ich an einem Rennen teilgenommen, mittags um 12 Uhr. Das Ganze habe ich offstream gemacht. Das heißt, Stream war nicht am Laufen. Ich habe einfach für mich entschieden, ich will eine Runde fahren und wollte ein bisschen was am Setup ausprobieren. Der Jan Biermann und alle, die waren auch noch dabei. Und da wollte ich einfach kurz was ausprobieren, beziehungsweise ja, einfach ein cooles Rennen fahren auf Paul Ricard, so wie wir es eigentlich auch immer on-stream gemacht haben. Es waren sehr, sehr geile Rennen die letzten Tage und Wochen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist unfassbar krass immer angekommen, die ganze Geschichte mit LFM. Die Rennen waren spektakulär, es war super spannend, ihr habt es gefeiert, ich habe es gefeiert. Es war sehr schwitzig, es war sehr nervenaufreibend und ich glaube, das hat auch bei mir wahrscheinlich so ein paar Spuren hinterlassen, dass man immer im Limit unterwegs ist und ja, um 12 Uhr am 5.1. das Rennen ist dann wie folgt gelaufen. Ich bin vorne erstmal weggefahren und der Gregor Schill war hinter mir, auch ein sehr schneller Fahrer. Ja, der hat die Lücke dann geschlossen und wir waren im Zweikampf und ich war wieder sehr, sehr angespannt und es war insgesamt ein sehr geiles Rennen bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ja einen Backmarker quasi überrunden mussten und ja, der hat mich dann mehr oder weniger einfach abgeschossen und ich will jetzt nicht zu detailliert auf diese ganze Sache eingehen, was da alles genau passiert ist. Auf jeden Fall gab es sehr viele Beschwerden in diesem Rennen gegen diesen Backmarker. Und im Endeffekt hat dieser Backmarker mich ja aus dem Rennen genommen, indem er mich einfach abgeschossen hat und mir danach noch im Weg rumgestanden ist und so weiter und so fort. Und ich habe mich dazu verleiten lassen, das ist auch keine Entschuldigung dafür, egal was in einem Rennen passiert, das ist keine Entschuldigung dafür, was ich getan habe. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich habe den Chat geöffnet, was schon mal das erste Vergehen sozusagen ist. Man darf nicht chatten, nicht in-game chatten während des Rennens und dementsprechend ja, habe ich schon mal die erste Regel gebrochen und die zweite Regel habe ich dementsprechend auch gebrochen und ich habe Idiot in den Chat reingeschrieben. Und das ist natürlich ein No-Go, das weiß ich selber. Und das sollte mir auch so in dieser Form nicht passieren. Ich sage euch eine Sache, Leute. Wäre der Stream angewiesen, wäre das Ganze nicht so passiert, dann hätte ich quasi Idiot wahrscheinlich gesagt. Aber ich hätte es nicht in den Chat geschrieben und dementsprechend wäre das Ganze wahrscheinlich im Sande verlaufen und es hätte niemanden interessiert. Aber da ich in den Chat reingeschrieben habe, Idiot, nur dieses eine Wort, bin ich jetzt einen Monat gebannt bei LFM. Und das ist schon ein sehr harter Schlag. Ich habe in diesem Moment nicht darüber nachgedacht, was die Konsequenzen sein könnten. Wie es manchmal so ist, die Emotionen kochen hoch. Man schlägt ein bisschen über die Stränge und dann ist es auch schon passiert. So war es bei mir auch in dem Fall. Ihr wisst, ich bin nicht der Typ, der sowas tut. Und ich habe das bisher auch nie getan. Und ich wollte meinen Frust irgendwie in irgendeiner Form äußern. Deswegen habe ich das da reingeschrieben. Und wie gesagt, wäre der Stream angewiesen, hätte ich es gesagt. Oder ich hätte es vielleicht irgendwie anders kommentiert. Aber weil der Stream nicht an war, musste ich oder wollte ich mich irgendwie äußern. Und dementsprechend habe ich das da reingeschrieben. Und dementsprechend habe ich jetzt eine einmonatige Sperre bekommen. Was in meinen Augen wirklich, wirklich eine sehr harte Entscheidung ist für das, was passiert ist. Klar, Beleidigungen grundsätzlich sind ein No-Go. Ich finde einen Monat echt schon extrem, extrem hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich habe es mir selber eingebrockt. Das ist gar keine Frage. Das will ich auch nicht irgendwie abstreiten oder so. Aber es fühlt sich schon extrem hart an. Wie gesagt, Idiot. Es war in der Situation, habe ich das wirklich so gemeint, dass dieser Fahrer wirklich idiotisch fährt oder wie ein Idiot fährt. Und ich denke mal, das können auch viele von euch bezeugen. Ich habe es in den Chat geschrieben, deswegen bin ich sozusagen der Gearschte. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich habe da jetzt nicht sonst irgendwie was reingeschrieben, was unter die Gürtellinie gegangen ist oder sonst was. Aber genau die Ansicht hätte ich auch bei jedem anderen. Also wenn ich von irgendjemandem hören würde, dass er jetzt genau für dieses Vergehen eine einmonatige Sperre bekommen würde, würde ich grundsätzlich sagen, es ist viel zu hart. Es ist unverhältnismäßig. Man fühlt sich wie ein Schwerverbrecher, aber im Endeffekt, gut, die Emotionen sind durchgegangen, aber ich finde, da muss man irgendwie nochmal ein bisschen differenzieren. Meiner Meinung nach, wie gesagt, ich bekomme es jetzt gerade zu spüren, deswegen kann ich auch euch verstehen, wenn ihr jetzt sagt, ja, jetzt hast du eine Strafe bekommen und holst sie rum, aber ihr könnt ja mal auch in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ob das für euch verhältnismäßig ist oder nicht. Ja, und von daher, dieser eine Monat, der trifft mich jetzt schon extrem hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal, weil es momentan eigentlich mein Hauptcontent zu 90% ist und diese ganzen LFM-Rennen. Wie gesagt, ich habe es mir selber eingebrockt, aber die Kehrseite der Medaille,
ich brauche keinen Monat, um mir darüber zu bewusst zu werden, dass ich Scheiße gebaut habe. Das sage ich euch so, wie es ist. Brauche ich nicht. Ich weiß nach wenigen Stunden eigentlich, was ich gemacht habe. Und dass das auch scheiße ist. Und wenn man dann jemandem die gelbe Karte zeigt und dementsprechend dann sagt, okay, bei einem weiteren Vergehen, dann wirst du permanent von LFM gebannt und du hast nie wieder Zugang dazu. Dann weiß eigentlich jeder, was Sache ist und was die Stunde geschlagen hat. Und genauso war es jetzt auch bei mir. Ich habe über die Stränge geschlagen und ich weiß, ich sollte das nie wieder tun. Und ich werde das auch nie wieder tun, Freunde. Ich werde es nie wieder tun und ich denke mal, Racing ist generell ein emotionaler Sport, ein emotionales Vergehen sozusagen und jeder hat mal da seine 5 Minuten, wo er ja an der Grenze ist, mental, körperlich, wie auch immer. Man ist da einfach an der Grenze teilweise und bei mir war es ja leider so, dass es über die Grenze hinausgegangen ist in dem Moment. Wenn jetzt jemand von meinen Freunden oder von meinen Simracing-Kollegen so eine Strafe kassieren würde, würde ich definitiv sagen, es ist auf jeden Fall zu hart, unabhängig davon, ob es jetzt mich getroffen hat oder jemand anderem. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht in diesem Monat jetzt, was ich, wie gesagt, machen soll. Es ist sozusagen mein Hauptcontent. Ihr habt es gefeiert, ich habe es gefeiert. Ich habe auch momentan keine Alternativen, Freunde. Ich fahre zu 90% LFM. Hier und da hat man mal alle 2 Wochen irgendwie irgendwo ein Ligarennen oder so. Aber das ist momentan wirklich eine mittelmäßige Katastrophe bei mir. Also, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich muss schauen, dass wir, ja, im schlechtesten Fall diesen Monat einfach irgendwie überstehen und ja, dann irgendwie weitermachen. Ich kann es auch nicht sagen. Es tut mir leid, Freunde. Es tut mir leid für euch, dass wir das momentan nicht erleben können. Daran habe ich die volle Verantwortung zu tragen und ja, dann machen wir wohl erst in einem Monat oder so weiter. Ich weiß es nicht, ob ich überhaupt noch Motivation habe, in einem Monat einfach weiterzufahren. Ich kann es auch nicht sagen. Mich trifft das gerade echt hart und ich bitte um euer Verständnis. Mehr kann ich dazu jetzt gerade nicht sagen, Freunde. Ja, und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr könnt ruhig Kritik an mir äußern. Damit muss ich leben in dieser Situation. Aber wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ich lasse mir irgendwas einfallen, Freunde. Und dann sehen wir uns. Euer Mabix. Ciao, ciao.